Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Abzu. Und wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. In der letzten Folge da, wuhuhu, hallo, wurden nicht nur wir wiedergeboren, sondern auch der wunderschöne weiße Hai. Und an den können wir uns hängen und wir können durch die Gegend schwimmen. Und es ist einfach wundervoll, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, wir haben ihn wiederbelebt bekommen. Oder oben muss ich irgendwie hin. Kann ich da oben irgendwie hin? Ah, nice one. Ah, den kann ich steuern oder was? Holy shit, okay. Ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch katapultiert werden, mein Freund. Freund katapultiert. Den kann ich ja wirklich steuern. Konnte ich die anderen Fische auch Feuer steuern? What? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das habe ich echt nie mitbekommen. Oder ich denke gerade nur, dass ich ihn steuern kann. Nein, ich kann ihn eindeutig steuern. Ich möchte, dass er mich da, dass er mich da hinbringt. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Kann ich denn da so raus? Ey, guck mal, er springt voll super. Ich will das auch. Ich will auch so hoch springen können. Oh mein Gott, ich bin voll schnell geworden. Wow. Okay, wartet mal. Das probiere ich jetzt erstmal aus. Oh mein Gott. Das ist wirklich... Also, es ist fantastisch. Juhu! Woo! Ich hab's geschafft. Nice one. Oh mein Gott, das ist so wundervoll. Richtig gut. Schaut euch das an. Wir sind hier in so einer Art, keine Ahnung, ultramagischen Lagune oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach so herrlich. Guck mal, wie die Fische vor uns da herumspringen. Und wir sind super schnell geworden. Wir sind halt einfach, keine Ahnung, wir sind halt einfach 2.0 irgendwie geworden. Taucherin 2.0. So, mein Großer. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen schwimmen gehen, würde ich sagen. Ich nehme dich jetzt mit. Oh, wow. Okay. Ah, wir nutzen den großen weißen Hai dafür. Warte mal, bevor wir da weitermachen. Ich möchte erstmal ein bisschen gucken gehen, ganz kurz. Vielleicht ist ja hier draußen noch etwas, was... Ob ich da hochkomme? Warte mal. Oh Gott, guck mal die Fische an. Die sind voll aufgeregt. Das ist so mega cool. Au, au. Bam, bam, bam. Erstmal gegen alles gegengeflogen. Ich möchte trotzdem wissen, ob ich... Oh mein Gott. Ich liebe diese neue Stelle jetzt schon. Ich liebe diese Zusammenarbeit mit dem Hai gerade. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr gucken. Komm mal her, mein Großer. Dann lass uns jetzt mal die Dinger kaputt machen gehen. Weg damit. Weg mit diesem Zeug aus dem Meer. Und da ist der Letzte. Und... Jawohl. Cool. Ist das herrlich oder ist das herrlich, meine Lieben? Das ist so unglaublich herrlich. Kann ich da nicht mehr gucken gehen? Ich würde da so gern nochmal gucken gehen. Nee, wir werden immer wieder zurückgelotst. Schaut euch das mal an. Wundervoll. Und er folgt uns auch immer auf Schritt und Tritt. Er ist halt sowas wie eine Art Wächtergeist, meiner Meinung nach gerade. Das trifft es wohl wahrscheinlich am ehesten. So, mein Großer. Warte mal. Da unten können wir auch nicht mehr lang. Nee, da kommen wir her, ne? Dann würde ich einfach mal sagen, lass uns dem Weg folgen. Doch, ich glaube, Wächtergeist trifft es echt am besten. Und
Wir zerstören gerade all das Böse hier unten, das diese harmonische Unterwasserwelt so sehr ins Wanken gebracht hat. Diese wahrscheinlich von Menschenhand erschaffenen, total bescheidenen Konstruktionen hier. Oh, Orcas, die sind so wunderschön. Hallo. Und die Musik dazu, ey, es ist so herrlich. Ich möchte mich natürlich noch immer so ein bisschen umgucken, auch wenn es mir jetzt nicht so wirklich wichtig ist, diese letzten zwei Muscheln noch einzusammeln. Da auch nochmal rüber. Ich will da auch nochmal drüber. Oh, das sieht so mega gut aus. Hallo! Herrlich. Einfach nur herrlich. So, jetzt möchte ich aber mal was probieren. Kann ich euch auch steuern? Nein. Ich kann definitiv nur meinen Haigefährten steuern. Dann würde ich mal sagen, mein Großer, los geht's. Suchen wir die letzten verbliebenen Sachen, die wir zerstören können. Wir könnten natürlich auch ohne den Hai schwimmen und vorankommen, aber wozu? Da könnten wir zwar leichter die Fischschwärme einfangen, die wir immer jetzt in diesen Passagen nicht erreichen, wenn wir ohne ihn schwimmen würden, weil bei diesen Passagen lässt er sich nicht so richtig nach oben und unten steuern. Aber letztendlich ist das eigentlich völlig egal. Ich denke, wir werden noch zwei aktivieren müssen vielleicht. Oder eins. Und es werden immer und immer und immer mehr Fische. Sieht doch total toll aus, wie wir hier so goldig glänzen. Das ist einfach herrlich. Das ist richtig schön. Guck mal, und nach baut sich diese ganze Welt hier einfach wieder auf. Sie wird belebt und bevölkert. Ich glaube echt, er stellt sowas wie eine Art Schutzgeist dar. Wirklich wundervoll. Das hier möglicherweise die letzte Hürde, die wir nehmen müssen. Eine müssen wir durch einen Sprung erreichen, das werden wir hinbekommen. Guck mal, da will er sogar selbst hin. Er schwimmt darauf teilweise sogar automatisch zu. Okay. Ich denke mal, das wird so jetzt das Letzte sein, aber das habe ich auch eben schon mal gesagt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, wo wir am Ende rauskommen. Aber ich muss sagen, ich finde das wirklich wunderschön. Wir bringen hier das Leben zurück. Wir geben den Fischen wieder ihren Raum, ohne dass sie irgendwie bedrängt werden oder verletzt werden. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so wundervoll. Oh mein Gott, das Spiel ist sowas von extrem
wundervoll. Ich würde mich super gern auch an so einen riesigen Wal hängen. Nein, ich will mich doch nur einmal. Das ist so. Ich will mich einmal daran hängen. Aber sie hängt sich da nicht ran. Wow. Sie hängt sich nur an die kleinen Delfine und so. Wo ist mein Hai? Komm her, mein Großer. Warte auf mich. Na, komm her. Oh. Heftigst cool. Ich würde mich gerne an ihn ranhängen, aber er ist gerade zu schnell. Und schwimmt irgendwie gerade gefühlt vor mir weg. Boah. Das ist der Wahnsinn. In der Hinsicht ist das Spiel so wunderschön. So wirklich, wirklich wunderschön. So, mein Großer. Dann komm mal jetzt zu mir. Weil ich würde super gerne jetzt wieder mit dir zusammen diese Hürden nehmen. Boah. Ich weiß nicht, ich könnte mir das stundenlang anschauen. Das ist einfach so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich mal bis zum Boden gucken soll. Sieht hier, um ehrlich zu sein, nicht sehr sicher aus. Ja, wir werden auch wieder zurückgelotst. Okay, also bis zum Boden runter können wir halt einfach nicht. Dann werden wir uns jetzt mal dem Tor dort nähern gehen. Aber warte, ich will noch einen mega coolen Sprung machen. Es ist so wundervoll, es ist so herrlich, es ist so fantastisch. So, dann komm mal mit, mein Großer. Dann lass uns das jetzt mal hier zu Ende bringen. Wir sind jetzt tief im Innern, ja, das kennen wir. Oh wow, wir können die alle kaputt machen, oder was? Durch diese Kraft, durch diese Welle Auferstehung haben wir jetzt die Möglichkeit, hier alles in Schutt und Asche zu legen. So, wir haben das ganze Ding zerstört bekommen.
Tja, und das, meine lieben Freunde, war anscheinend absurd. So, wir können jetzt hier noch so ein bisschen herumschwimmen, gemeinsam mit dem Hai. Können wir uns noch so ein bisschen hier die Gegend anschauen. Ja, also ich denke mal, die Story lässt sich auf vielerlei Arten und Weisen interpretieren. Ich denke, das liegt dann halt echt am Spieler letztendlich selbst, wie er diese ganze Story zu interpretieren vermag, sag ich mal. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. So, das Ding haben wir jetzt auch nochmal eingesammelt. Es war auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis. Das Spiel ist halt... Es ist nichts für Leute, die es mögen, wenn es eine lineare Storyline gibt, die einem auf dem Silbertablett serviert wird. Es ist nichts für Rätselfreunde. Es ist halt so, dass... ein ganz eigenes Spiel. Es ist halt ähnlich wie Gone Home, ein Walk, beziehungsweise hier in diesem Fall ein Swim Simulator. Aber ich muss einfach sagen, dass mir das Spiel nicht aufgrund seiner tiefgründigen Story gefallen hat, sondern halt wirklich tatsächlich aufgrund seiner Bildgewalt in dem Sinne. Denn wir haben hier eine wundervolle Unterwasserwelt kennenlernen dürfen. Und ich fand, wie gesagt, die ganze Story drumherum, ich habe es ja versucht, immer mal wieder zwischendurch zu interpretieren, wie das wohl wahrscheinlich gemeint sein könnte und so weiter und so fort. So von wegen, dass halt meinetwegen die Menschen oder die das angebetet haben, dann sich von den Tieren abgewendet haben, dieser anderen Energiequelle zu diesen, keine Ahnung, diesen Komplex hier, dass das halt erschaffen wurde, dass die Energie dann aus dieser Umwelt um sich herum völlig ausgesaugt hat, aus den Fischen, aus den Menschen, aus allen möglichen Sachen. Und ja, dass das dann jetzt letztendlich aufgehalten wurde durch mich und natürlich den weißen Hai, der einfach, ja, hier so ein bisschen der Schutzgeist vielleicht auch von dieser Unterwasserwelt darstellte. Und ich muss, wie gesagt, sagen, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Es war einfach träumerisch schön. Man konnte sich einfach zurücklehnen und es total genießen. Also man braucht nicht viele Worte, um dieses Spiel zu spielen. Man kann Story interpretieren, wenn man halt einfach Lust hat, oder wenn nicht, dann lässt man es halt einfach nur so sein und lässt es so ein bisschen auf sich wirken. Auch das ist auf jeden Fall möglich. Natürlich würde man jetzt so einfach gerne wissen, inwiefern, ja, was ist da noch relevant? Was ist jetzt wirklich geschehen? Aber das ist halt nicht Sinn des Spiels. Sinn des Spiels ist einfach nur, denke ich mal, das voll und ganz zu genießen und ein schönes Spielerlebnis zu haben, und das hatten wir meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und es freut mich, dass ich das Spiel weitergespielt habe, und es freut mich einfach, dass ich auch daraus jetzt kein zwingendes, mega krasses Let's Play gemacht habe, sondern einfach, dass ich das gemeinsam mit euch genießen durfte. Und nun sind wir bei den Credits angekommen. Können hier halt noch ein bisschen herumschwimmen. Aber macht halt auch nicht mehr so viel Sinn. Deswegen, meine lieben Freunde, ich denke, also ich weiß nicht, ich persönlich würde es nicht nochmal durchspielen. Vielleicht, nee, ich glaube nicht, nicht wirklich. Ich würde es mir vielleicht nochmal irgendwo angucken, aber es hat nicht so richtig großen Wiederspielwert, meiner Meinung nach, für mich. Aber es ist trotzdem schön. Ich frage mich natürlich noch, was das mit diesen ganzen Muscheln und dass man die Fische dort einsammeln konnte, in Anführungsstrichen, auf sich hatte. Aber ja, wer weiß, vielleicht finden wir da ja mal irgendwo in den Weiten des Internets eine Erklärung. Also für mich hat es keinen großen Wiederspielwert. Einmal spielen ist richtig schön und dann war es das meiner Meinung nach auch. Also jetzt nochmal spielen, um irgendwas einzusammeln, erachte ich als unnötig persönlich. Aber wer weiß, ihr könnt mir ja mal eure Story so ein bisschen in die Kommentare zusammenschreiben, wie ihr so das Spiel fandet. Und ja, meine lieben Freunde, das hier war Abzu. Wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf ein nächstes Projekt mit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.